Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reden hier über die Zukunft Europas, über die Zukunftskonferenz Europas. Und vorhin haben wir in der Debatte über Frieden in Europa gesprochen. Und das sind zwei getrennte Debatten. Und ich glaube, dass das falsch ist, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Europa nur eine Zukunft hat, wenn es ein friedliches Europa ist. Wir werden in diesen Tagen schmerzlich daran erinnert, durch die Situation an der Grenze zwischen Ukraine und Russland, aber auch vielleicht durch die Entwicklungen auf dem Westbalkan, in Bosnien etwa, dass eben Europa sehr viel größer ist als nur die Europäische Union. Die Europäische Union hat 27 Mitgliedstaaten. Zu Europa gehören aber auch die Staaten des Westbalkans. Dazu gehört die Ukraine und Russland. Dazu gehört auch Großbritannien oder die Schweiz. Und deswegen denke ich, dass wir, wenn wir über Zukunft von Europa sprechen, auch über ein gesamteuropäisches Projekt reden müssen, was auch Sicherheitsfragen beinhaltet. Es gibt neben der Europäischen Union wichtige europäische Institutionen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. Es gibt den Europarat, die den gesamten europäischen Kontinent abbilden. Und wenn wir aber mal auf die Proportionen schauen, dann müssen wir feststellen, dass etwa der Europarat ein Jahresetat hat, was dem Tagesetat der EU entspricht, und dass zum Beispiel die OSZE, die ja jetzt gerade eigentlich so wichtig wäre, ein Jahresetat hat, das nur ein 1/40 dessen ist, was gerade beschlossen wurde auf EU-Ebene, nämlich ein neuer europäischer Militärfonds, ein sogenannter Verteidigungsfonds. Und ich denke, das sind falsche Proportionen, die wir korrigieren sollten. Bei dieser Konferenz zur Zukunft der EU, so muss man sie ja nennen, geht es natürlich auch um wichtige Themen. Es ist angesprochen worden hier. Es geht um die Frage, das Einstimmigkeitsprinzip in bestimmten Politikfeldern aufzuheben. Ich halte es für falsch, das im Politikfeld der Außen- und der sogenannten Verteidigungspolitik zu machen, weil es würde dazu führen, dass es noch leichter wäre, auch perspektivisch militärisch zu intervenieren. Ich wäre sehr dafür, das Einstimmigkeitsprinzip etwa im Sozial- oder im Steuerbereich aufzuheben, damit es einfacher wird, zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn einzuführen, damit es einfacher wird, auch große Konzerne zu besteuern, die hier viel zu wenig Steuern zahlen, damit man vielleicht mal auch über eine europäisch koordinierte Vermögensabgabe reden könnte oder auch damit die dringend notwendige Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, dieser 60-3-Prozent-Regel, umgesetzt werden könnte. Das halte ich eigentlich für sehr viel zielführender. Zur Frage der Zukunft Europa. Die Konferenz läuft jetzt noch bis in den Mai hinein. Ich habe darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, dass man auch die anderen Institutionen mit einbindet, auch Staaten, zum Beispiel Beitrittskandidaten vom Westbalkan. Ich würde einen konkreten Vorschlag machen an unsere zwei Vertreter hier aus dem Bundestag, Herr Kriechbaum und Herr Schäfer. Für die Abschlusskonferenz könnte man ja etwa die Parlamentspräsidenten von OSZE und Europarat einladen, um diese Perspektive, die Perspektive des gesamteuropäischen Friedens, mit einzubringen. Das wäre ein konkreter Vorschlag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hunke. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die